Hi ihr Lieben, ich freue mich. Ich habe es endlich jetzt mal geschafft, mir ein bisschen Zeit zu nehmen, um euch ein bisschen aufzuklären über Bürsten und Kämme und sonstige Pflegewerkzeuge, die man so für die tägliche Fellpflege von Hund und Katze benutzen kann. Ich kriege doch sehr oft die Anfragen, Mensch, ich habe den und den Hund, was benutze ich da und was für Unterschiede sind das bei den unterschiedlichen Kämmen und Bürsten und was ist die richtige Pflege? Und ich mache jetzt mal so ein kurzes Video und zeige euch ein bisschen was und ja, werde einfach ein bisschen auf die verschiedenen Sachen eingehen und wenn da noch Fragen eurerseits sind, dürft ihr mich natürlich selbstverständlich weiterhin gerne anschreiben. Also, wir legen los. Bis gleich. Nochmal, hallo ihr Lieben. Ja, womit fange ich an? Ich werde ganz, ganz oft gefragt, was ist das hier eigentlich für ein Werkzeug, mit dem ich in meinen Videos sehr oft arbeite? Und ich dachte mir, jetzt fange ich auch einfach damit an. Das ist eine sogenannte Entfilzungshake. Ja, diese Entfilzungshake ist besonders gut geeignet bei Hunden mit langem Fell, mit sehr viel Unterwolle und die holt wirklich gänzlich alles raus, was da raus soll. Aber auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, auch für Hunde mit sehr viel Unterwolle, da darf man nicht alles komplett rausziehen, denn auch Unterwolle dient einer Tätigkeit, zum Beispiel Schutz des Hundes. Allerdings, wenn die Unterwolle zu viel wird, wenn die sowieso raus muss, weil Fellwechsel ist, oder weil sie verfilzt ist, dann muss sie einfach raus. Und ich habe mir so gedacht, was gibt es sonst noch für schöne Sachen, die ich euch zeigen kann? Und ich werde euch einige Sachen jetzt vorstellen. So, das Besondere an dieser Entfilzungshake, und ich mag die wahnsinnig gerne, ich arbeite echt gerne damit, ist, dass sie zwei Dinge hat. Einmal, sie hat dieses Gelenk. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Hund lang gehe, dann kann ich wunderbar dieses Gelenk nutzen. Es liegt nach. Und die zweite Sache ist, die Zinken hier lassen sich nach innen drücken. Das heißt, wenn der Hund jetzt eine Ebenheit hat, nehmen wir mal an, ich gehe hinten über die Seite des Hundenrückens, dann kann ich wunderbar über den Hundenrücken gleiten, ohne dass ich dem Hund wehtue. Es geht also wirklich nur um die Verfilzung und die Unterwolle rauszuholen, die auch wirklich da raus soll, ohne dem Hund jetzt weh zu tun. Gerade viele Haken sehr, sehr starr sind und auch, ihr kennt ja diese Bürsten, die diese ganz feinen Borsten haben. Ne? Die sind für viele Hunde einfach zu spitz und das tut den Hunden weh. Man nimmt ja zum Beispiel bei Welpen ja auch nicht unbedingt solche oder Babys zum Beispiel. Da nimmt ja auch erstmal eine Babybürste, bevor man damit so ganz normalen stinkenden Kämmen rangeht, die dem Baby dann die Kopfhaut kaputt machen könnten. Nur ist bei Hunden nichts anderes. So, das Problem ist jetzt, wenn ich gefragt werde, Mensch, wo kriege ich die her? Die gibt es nicht mehr. Das heißt, die jetzt, so wie ich sie jetzt hier habe, die kann man leider nicht mehr kaufen, jedenfalls nicht da, wo ich sie früher gekauft habe. Und ich habe auch im Internet geguckt und geguckt, die gibt es nicht mehr. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe einfach mir mal auf die Suche gemacht und habe es auch schon einigen Kunden mitgeteilt oder einigen Informanten mitgeteilt. Es gibt durchaus auch Kämme, die die Nachkommen von dem sind und die sind richtig gut. Ich habe das jetzt mal getestet an meinen eigenen und auch an Kundenhunden und kann die echt wärmstens empfehlen. So. Welche sind das? Das ist einmal diese hier. Und die ist letztendlich fast so aufgebaut wie dieses Gerät. Sie hat halt nur nicht diese Kippfunktion, ne? Also dieses Gelenk, das hat die jetzt nicht. Was die aber besonders toll hat und das finde ich noch effektiver als bei der anderen, die Zinken, die lassen sich ganz, ganz sanft einfahren. Also die gehen noch einfacher als bei dem anderen. Ja, das heißt, egal welche Konturen man nachgehen möchte, es geht noch viel besser. Auch hier sei gesagt, immer sauber machen, ne, weil Dreck vom Hundefell kann sich hier reinsetzen und irgendwann gehen die Zinken dann nicht mehr richtig. Also das sollte man auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder machen, aber das Teil ist nicht schlecht. Ne, also wenn man jetzt Spitz hat, wenn man Eurasia hat, ne, wenn man jetzt Golden Red Reaver hat, wenn man Border Collie hat, Setter hat, also egal was, ne, Hundefell, was wirklich Unterwolle hat oder was allgemein schön durchgekämmt werden sollte, da ist dieses Ding wirklich top. Ausprobiert, kann ich nur empfehlen. Wer Interesse hat, soll sich gerne melden. Ich gebe dann die Adresse weiter. Das Ding ist so ähnlich, das hat halt nur zwei doppelte Zinken rein, einmal hier und einmal hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich halte das mal dran. So. Ist letztendlich dieselbe Aufbauform, halt nur etwas klein. Im Gegensatz zu der. So.
Ein paar doppelte Zinken lässt sich aber genauso gut einfahren hier. Die gehen genauso schön zurück. Man hört das auch. Und besonders auch für kleinere Hunde geeignet. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Ich habe beide ausgetestet. Ich persönlich mag die lieber. Ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen eigene Erfahrungswert auch oder Meinung, je nachdem, wie man es halt lieber mag und es besser findet. Also die macht jetzt keinen schlechteren oder besseren Job als die andere auch. Die mag vielleicht für kleinere Hunde besser sein, weil sie doch ein bisschen griffiger ist hier in der Führung und nicht so breit. Man kommt also vielleicht besser in die Ecken rein, aber an sich ist es relativ, ne, für welche ihr euch da entscheidet. Die macht eine genauso gute Arbeit und ist genauso geeignet für die Hunderassen, die ich gerade genannt habe. So, was immer wichtig ist, manchmal gibt es ja einfach auch die Tatsache, dass zum Beispiel Havaneser, mit welcher Bürste soll man die bürsten? Ich persönlich liebe einen stinknormalen Metallkamm. Das ist ein stabiler Kamm und mit dem kriegt man wunderbar das Fell ganz normal durchgekämmt. Das heißt, man nimmt sich einfach die Fellschicht, die erste, geht ein bisschen drunter und kämmt es dann so durch. Das geht wunderbar. Diese Metallkämme, die kosten nicht viel Geld und sie sind wirklich richtig gut. Ja, was haben wir sonst? Schniegel. Wer ein Pferd hat, weiß, wie es ist. Diese Dinger hier, die gibt es auch für Hunde zu kaufen. Die haben auch gleichzeitig einen kleinen Massageeffekt. Viele Hunde mögen das, vor allen Dingen die, die auch ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Bei ganz dünnen Hunden kann ich das Ding nicht empfehlen. Einfach, weil es wieder zu sehr dann auch auf die Knochen geht. Dazu habe ich dann aber gleich noch was anderes zu sagen. Aber prinzipiell ist das eine nette Sache, wenn man jetzt einen Hund hat, wo man erstmal die Durchblutung fördern möchte, ein bisschen Massage vorführen möchte, damit das Fell überhaupt auch rausgeht. Oft ist es so am Anfang, dass das Fell gar nicht richtig rausgeht. Und durch die Durchblutung fördern, das heißt, die Follikel öffnen sich, das Fell geht besser raus und man hat hinterher nicht das Problem, mit dem, dass man den Hund so quälen muss, wird man rausziehen, sondern man kann es einfach ein bisschen beschleunigen. So, in dem Zusammenhang habe ich hier auch was ganz Tolles, da werde ich auch mal wieder nachgefragt. Einen Bimsstein. Gibt es ganz stinknormal zu kaufen bei jedem einzelnen Discounter, Drogerie, wie auch immer. Womit man sich auch die Füße enthornt. Und das sind speziell für Hunde, die getrimmt werden müssen. Ganz, ganz, ganz toll. Geht aber auch sehr schön bei Hunden, die Unterwolle haben oder wo prinzipiell das Fell einfach mal ein bisschen drüber gegangen werden sollte. Dieses Bimsstein, ich versuche das mal, na, man merkt das, hat einen gewissen Widerstand. Und dieser Widerstand sorgt dafür, dass man die Haare regelrecht rauszieht. Das heißt, beim Trimmen ist es ja so, das hatte ich ja schon mal erklärt in einem anderen Video, dass die Haare nicht von selber rausgehen, sondern dass sie rausgezupft werden müssen. Und viele Haare sind schon sehr locker, gehen auch leider nicht komplett raus. Und mit dem Bimsstein kann man das wunderbar rausholen. Benutze ich auch mal sehr gerne, genau wie den Striegel, vorher schon vorab, um die Durchblutung anzuregen, denn dann geht es richtig zugeh, um die Haare hinterher mit dem Trimmmesser oder auch einfach mit den Händen, mit den Fingern rauszuzupfen. Und der Hund findet es super angenehm. Gerade auch, weil das auch sehr schön in den Achselbeugen zum Beispiel zu benutzen ist. Hier so drunter bei den Hunden oder hier hinter den Ohren, am Hals hier lang gehen, weil es keine Borsten hat. Und viele Hunde finden das einfach super angenehm. So, in dem Zusammenhang habe ich mir mal erlaubt, einen Lavastein zu kaufen. Bimsstein, Lavastein. Wo ist der Unterschied? Das wollte ich auch wissen. Der Lavastein, der liegt wunderbar in der Hand. Der mag auch für Horn halt gut sein. Aber ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Meine Kinder. Haben wir das Geräusch? Ja, man hört es schon. Der ist einfach zu fein. Der zieht die Haare nicht richtig raus. Das heißt, das Ding bringt nicht viel. Kostet auch viel mehr. Ich dachte mir, weil der andere doch sehr schnell kaputt geht. Das ist nämlich der Nachteil. Der ist sehr, sehr leicht, aber er geht halt auch schnell kaputt. Das heißt, man tritt einmal drauf. Wenn ich auf den Boden den Hund mache, ich lege den daneben. Schnell ist es passiert, das Ding ist kaputt und ja, muss einen neuen kaufen. Aber von der Effektivität kann ich den Lavastein nicht empfehlen. Also dann wirklich lieber den ganz stinknormalen Bimsstein. Ich habe zum Beispiel hier mal einen neuen gekauft von der Firma. Wie gesagt, die Namen gebe ich alle durch, wenn ihr Fragen habt. Ich will hier keine Werbung machen offiziell.
So, das ist auch wieder so ein Bildstein. Man hört es schon, auch der ist ein ganz, ganz neuer jetzt. Meiner hier ist ein bisschen abgenudelt schon. Aber der geht ganz toll, kann ich auch empfehlen, habe ich schon ausprobiert. Gibt es in 2-Pack. Und ich weiß nicht, warum es ein hell und einer dunkel ist, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist der gut. So, jetzt komme ich nochmal auf die andere Seite. Wir haben natürlich auch Hunde, die mal Verfilzungen haben. Ja? Gerade langhaarige Hunde mit Unterwolle, die neigen dazu, Verfilzungen zu haben. Oder aber auch Malteser. Auch Habaneser haben mal Verfilzungen. Und solange nicht der ganze Hund verfilzt ist und nur einzelne Stellen da sind, mag das alles gehen. So, jetzt haben wir unterschiedliche Materialien. Ich bin prinzipiell die Letzte, die jede Kleinigkeit wegschert. Mag ich nicht, mache ich nicht. Das heißt, ich mache mir schon die Mühe, jedem Hund, wenn da kleine Verfilzungen sind, die rauszuholen. Aber auch so, dass dem Hund das nicht wehtut und auch so, dass es nicht zu langwierig wird. Ich habe prinzipiell die Hunde in der Regel nicht länger als 1,5 Stunden auf dem Tisch. Alles andere lasse ich den lieber nochmal kommen, bevor er dann unwirsch wird und dann hier rumtänzelt und macht und tut. Das ist für keinen wirklich sinnvoll. Womit fange ich an? Ein Werkzeug, was ich schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung habe, ist der. Das ist der Code King. Der hat Klingen hier eingebaut. Den gibt es in unterschiedlichen Längen. Ich glaube, das sind jetzt 16 Klingen, die ich hier habe. Die kann man hier aufschrauben, neu reintun. Aber das Ding ist schon alt und der macht es immer noch. Und den kann man wunderbar benutzen, wenn auch gleichzeitig das Unterfell ein bisschen durchgeschnitten werden soll und so besser rausgeholt werden soll. Aber Vorsicht, bei diesen ganzen Sachen, die ich euch jetzt zeige, auch bei diesen anderen drei, wir wollen das Decker nicht beschädigen im Normalfall. Außer ihr sagt, ihr habt jemanden dabei, der sagt, Mensch, ich hätte auch ganz gerne das Decker ein bisschen gekürzt und es soll nicht geschoren werden, dann kann man das nehmen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch da unsicher seid und wenn ihr sagt, Mensch, das ist nicht so meins, dann lasst es lieber machen. Ja? Aber im Prinzip kann das jeder lernen. Jeder, der ein bisschen Feingefühl hat und jeder, der ein bisschen Feeling dafür hat, der merkt das ganz schnell, was er da mit seinem Hund wie machen kann. Und die Hunde zeigen euch das in der Regel auch. So, also wie schon gesagt, dieses Ding, das habe ich schon sehr lange, ist sehr effektiv. Nicht für jeden Hundetyp geeignet, aber gerade wenn ich halt Hunde habe, wo wirklich mal was rausgeholt werden muss. Ich benutze die auch mal, wenn ich zum Beispiel Hunde habe, die getrimmt werden müssen. Dann nehme ich das Ding auch mal. Wenn ich zum Beispiel einen Terrier habe, der sehr, oder Terrier-Mix habe, der sehr unterschiedliche Fellstruktur hat. Auf der einen Seite Stocker, auf der anderen Seite aber so ein weiches, dann benutze ich das auch ganz gerne mal, um erstmal das eine vom anderen zu trennen. Ja, geht alles. So, und jetzt kommen wir zu diesen drei Sachen. Das Ding hier, das finde ich eigentlich ganz cool, das hat auch Klingen innen drin. Benutze ich immer ganz gerne für den Popo. Den habe ich mir extra gekauft, genau wie den und den. Weil ich einfach mal gucken wollte, wie sind die Dinger überhaupt. Weil bis jetzt habe ich immer nur mit diesen anderen Sachen gearbeitet. Also mit denen. Und die sind dazu gekommen. Und den benutze ich eigentlich nur für den Popo, wenn hinten im Popo wirklich sehr, sehr viel Unterwolle und sehr viel sich so zusammen, ihr kennt das bestimmt, ne? Wenn sich das so filzig anfühlt, ja? Damit kriegt man das super auseinander. Das ist eigentlich dafür gedacht, wenn man jetzt einen Hund hat mit relativ kurzem Fell und man hat da Verfilzungen drin, dann nimmt man, zieht man das so an der Wurzel, so ein bisschen hält man das da fest und geht da so rein und zieht das so langsam raus. Ja? Ich finde, da gibt es effektivere Möglichkeiten. Das zeige ich euch auch nochmal in einem anderen Video, wenn ich mal wieder einen Hund hier habe, der verfilzt ist. Ich möchte ganz gerne jetzt demnächst wieder öfters mal Videos machen. Ich hoffe, da komme ich auch zu. Ob man den jetzt unbedingt braucht, sei dahingestellt. Ja, also man kann den kaufen, muss man aber nicht. Also, ja, wie gesagt, da gibt es andere Möglichkeiten. Ja, und jetzt kommen wir zu diesen beiden Geschichten. Auch getestet. Kommen wir zu dem hier. Also von der Handhabung her, der hält sich sehr gut in der Hand. Wir haben ja extra hier eine Ablage für den Daumen, dass man auch schön wirklich mit dem Handgelenk und mit der Handführung richtig schön ins Fell reingehen kann. Also wenn wir jetzt hier den Hund haben, ich zeige das mal so, hier den Hund haben und man geht hier über das Fell rüber. Das ist für langhaarige Hunde vor allem gut geeignet, weil es richtig schön tief reingeht. Dann der nimmt es die Unterwolle direkt mit und man kann wirklich richtig gut da durchgehen. Es schneidet allerdings auch gleichzeitig ein bisschen, also auch hier wieder aufpassen, dass man das Deckhaar nicht verletzt, wenn man das nicht möchte.
Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich wirklich brauche. Kann aber für Leute, die Hunde haben, die sehr viele Verfilzungen haben und die langes Fell haben, zum Beispiel wie ich hier den Wolfsspitz, kann das eine sehr gute Lösung sein. Aber Wischung, ich sage es noch einmal, alles unter Vorbehalt. Es geht wirklich hier nur um die Unterwolle. Deswegen, also ob man sowas unbedingt braucht hier, genauso wie das, sei dahingestellt, aber ich stelle es euch einfach mal vor. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt oder ruft mich an. So, jetzt kommen wir zu diesem hübschen Ding hier. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Gartengerät. habe ich vorher noch nie gehabt, habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Auch hier, Zacken, ist letztendlich dasselbe wie das hier, nur etwas anders aufgebaut. Auch hier ist für sehr lange Fellstrukturen geeignet. Das Positive bei diesem Ding ist wirklich, dass man wirklich richtig tief kommt. Man muss immer aufpassen, dass man die Haut nicht verletzt und dass man dem Hund nicht wehtut. Wenn man, wie gesagt, ein bisschen Feeling hat, weiß man, wie tief man gehen kann. Aber auch hier, also wenn man jetzt wirklich Hunde hat, die sehr verfilzt sind oder Hunde hat, die sehr dichte Unterwolle haben, dann ist dieses Ding gar nicht mal schlecht. Kann man gut benutzen? Muss man nicht, aber kann man. Nehmen wir jetzt mal an, man hat jetzt einen Collie. Ja? Und dieser Collie hat richtig schönes, dickes Fell. Und das mag auch etwas mit Verfilzung versehen sein. Da kriegt man das wirklich ganz gut alles mit raus. Und ich sage es noch einmal, bevor man aber allerdings die Struktur des Felles verlässt, erkundigt euch, lasst euch das zeigen, wie man das benutzt. Und von mir aus lasst euch da eine Informationsstunde geben. Dann lernt ihr das auch in einer gewissen Zeit. Ne? Aber egal, was ihr tut, erkundigt euch. Wenn ihr einen guten Hundefriseur in eurer Umgebung habt, dem ihr wirklich vertrauen könnt, der wird euch vernünftig informieren. Ja? Hundefriseure, die prinzipiell sagen, oh, das muss alles abgeschoren werden und das ist ein Hund, der muss immer geschoren werden und anders geht es gar nicht. Glaubt mir, sucht weiter, da gibt es bessere. Ja? Da macht man es sich nur einfach mit. Also ich habe so manchen Hund hier gehabt, wo es hieß, der muss kurzes Fell haben, der muss geschoren werden. Die Hunde haben inzwischen alle schön langes Fell und die haben keine großen Verfilzungen. Natürlich muss man sich ein bisschen Mühe machen, wenn man die hier hat, aber das geht alles. Und wer mich kennt aus meinen Videos, der weiß, dass ich das sehr human mache, dass ich sehr Wert darauf lege, dass die Hunde sich hier wohlfühlen und dass es hier kein Druck, Gewalt oder sonst irgendwas gibt. Ja, also keine Maulkörbe, keine Galgen, wie die Dinger hier heißen, wo man die Hunde dran aufhängt. Wenn ich merke, der Hund wird zu hibbelig, dann macht man halt beim nächsten Mal weiter. Die Kunden, die damit nicht klarkommen, ne, die das in einem Rutsch haben möchten, die sind bei mir fehl. Ja? Aber dafür schätze ich meine Kunden auch. Und sie mich auch. Und deswegen sage ich ja, also ob man jetzt unbedingt diese drei Dinge braucht, mag dahingestellt sein. Aber für Leute, die das richtige Feeling, das richtige Händchen dafür haben und sich das zeigen lassen, wie es richtig geht, ist das mit Sicherheit eine gute Sache. So. Ich habe noch ganz viele andere Sachen zu sagen, aber ich wollte unter 20 Minuten bleiben und das ist mir ganz gut damit gegolten. Und ich werde mit Sicherheit demnächst wieder Videos machen, auch mit Hunden dabei. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, wenn ihr irgendwie mit mir in Kontakt treten wollt, unten ist eingeblendet, ich bin jetzt bei Telegram zu finden, da ist meine Telegram-Adresse. Ihr könnt mich aber auch über Facebook finden, ihr könnt mich über meine Homepage kontaktieren. Also genug Kontaktierungsmöglichkeiten habt ihr. Ja? Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Schickt mir eure Fragen zu, sagt mir, ich habe die und den Hund, was soll ich machen oder was würdest du mir empfehlen? Auch im Bereich Tiererkunde, ich helfe euch da wirklich gerne. Da mache ich demnächst auch nochmal ein Video zu. Ich hoffe, das dauert nicht wieder anderthalb Jahre, bis ich ein neues Video machen kann. Aber mit drei kleinen Kindern, Selbstständigkeit und so weiter, da ist das manchmal ein bisschen sehr viel auf einmal. Also seht es mir nach, wenn ich mich immer gleich melde und wenn ich nicht immer gleich alle paar Monate ein neues Video rausbringe. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen Informationen neu gegeben und ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, nochmal, hallo ihr Lieben. Ja, womit fange ich an? Ich werde ganz, ganz oft gefragt, was ist das hier eigentlich für ein Werkzeug, mit dem ich in meinen Videos sehr oft arbeite. Und ich dachte mir, jetzt fange ich auch einfach damit an. Das ist eine sogenannte Entfilzungshake.
Ja, dieser Entwilzungshaken ist besonders gut geeignet bei Hunden mit langem Fell, mit sehr viel Unterwolle. Und die holt wirklich gänzlich alles raus, was da raus soll. Aber auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, auch für Hunde mit sehr viel Unterwolle, da darf man nicht alles komplett rausziehen, denn auch Unterwolle dient einer Tätigkeit, zum Beispiel Schutz des Hundes. Allerdings, wenn die Unterwolle zu viel wird, wenn sie sowieso raus muss, weil Fellwechsel ist oder weil sie verfilzt ist, dann muss sie einfach raus. Und ich habe mir so gedacht, was gibt es sonst noch für schöne Sachen, die ich euch zeigen kann? Und ich werde euch einige Sachen jetzt vorstellen. So, das Besondere an dieser Entfilzungshake, und ich mag die wahnsinnig gerne, ich arbeite echt gerne damit, ist, dass sie zwei Dinge hat. Einmal, sie hat dieses Gelenk. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt aber an einem Hund lang gehe, dann kann ich wunderbar dieses Gelenk nutzen. Es liegt nach. Und die zweite Sache ist, die Zinken hier lassen sich nach innen drücken. Das heißt, wenn der Hund jetzt eine Ebenheit hat, nehmen wir mal an, ich gehe hinten über die Seite des Hundenrückens, dann kann ich wunderbar über den Hundenrücken reiten, ohne dass ich dem Hund wehtue. Es geht also wirklich nur die Verfilzung und die Unterwolle rauszuholen, die auch wirklich da raus soll, ohne dem Hund jetzt weh zu tun. Gerade viele Haken sehr, sehr starr sind und auch, ihr kennt ja diese Bürsten, die diese ganz feinen Borsten haben, ne? Die sind für viele Hunde einfach zu spitz und das tut den Hunden weh. Man nimmt ja bei, zum Beispiel bei Welpen ja auch nicht unbedingt solche oder Babys zum Beispiel. Da nimmt man ja auch erstmal eine Babybürste, bevor man damit so ganz normalen stinkenden Kämmen rangeht, die dem Baby dann die Kopfhaut kaputt machen könnten. Nur ist bei Hunden nichts anderes. So, das Problem ist jetzt, wenn ich gefragt werde, Mensch, wo kriege ich die her? Die gibt es nicht mehr. Das heißt, die jetzt, so wie ich sie jetzt hier habe, die kann man leider nicht mehr kaufen. Jedenfalls nicht da, wo ich sie früher gekauft habe. Und ich habe auch im Internet geguckt und geguckt, die gibt es nicht mehr. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe einfach mich mal auf die Suche gemacht und habe es auch schon einigen Kunden mitgeteilt oder einigen Informanten mitgeteilt. Es gibt durchaus auch Kämme, die Nachkommen von dem sind und die sind richtig gut. Ich habe das jetzt mal getestet an meinen eigenen und auch an Kundenhunden und kann die echt wärmstens empfehlen. So. Welche sind das? Das ist einmal diese hier. Und die ist letztendlich fast so aufgebaut wie dieses Gerät. Sie hat halt nur nicht diese Kippfunktion, ne? Also dieses Gelenk, das hat sie jetzt nicht. Was ihr aber besonders toll hat, und das finde ich noch effektiver als bei der anderen, die Zinken, die lassen sich ganz, ganz sanft einfahren. Also die gehen noch einfacher als bei dem anderen. Ja, das heißt, egal welche Konturen man nachgehen möchte, es geht noch viel besser. Auch hier sei gesagt, immer sauber machen, ne? Weil Dreck vom Hundefell kann sich hier reinsetzen und irgendwann gehen die Zinken dann nicht mehr richtig. Also das sollte man auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder machen. Aber das Teil ist nicht schlecht. Ne? Also wenn man jetzt Spitz hat, wenn man Eurasia hat, ne? Wenn man jetzt Golden Red Reaver hat, wenn man Border Collie hat, Setter hat, also egal was, ne? Hundefell, was wirklich Unterwolle hat oder was allgemein schön durchgekämmt werden sollte, da ist dieses Ding wirklich top. Ausprobiert, kann ich nur empfehlen. Wer Interesse hat, soll sich bei mir melden. Ich gebe dann die Adresse weiter. Das Ding ist so ähnlich. Das hat halt nur zwei doppelte Zinken rein. Einmal hier und einmal hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich halte das mal dran. So. Ist letztendlich dieselbe Aufbauform, halt nur etwas klein. Im Gegensatz zu der. So. Hat halt doppelte Zinken, lässt sich aber genauso gut einfahren hier. Die gehen genauso schön zurück. Man hört das auch. Und besonders auch für kleinere Hunde geeignet. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe beide ausgetestet. Ich persönlich mag die lieber, ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Erfahrungswert auch oder Meinung, je nachdem, wie man es halt lieber mag und es besser findet. Also die macht jetzt keinen schlechteren oder besseren Job als die andere auch. Die mag vielleicht für kleinere Hunde besser sein, weil sie doch ein bisschen griffiger ist hier in der Führung. Und nicht so breit, man kommt also vielleicht besser in die Ecken rein, aber an sich ist es relativ, ne? Für welche ihr euch da entscheidet. Die macht eine genauso gute Arbeit und ist genauso geeignet für die Hunderassen, die ich gerade genannt habe. So, was immer wichtig ist, manchmal gibt es ja einfach auch die Tatsache, dass zum Beispiel Havaneser, mit welcher Bürste soll man die bürsten? Ich persönlich liebe einen stinknormalen Metallkamm.
Das ist ein stabiler Cup. Und mit dem kriegt man wunderbar das Fell ganz normal durchgekämmt. Das heißt, man nimmt sich einfach die Fellschicht, die erste, geht ein bisschen drunter und kämmt es dann so durch. Das geht wunderbar. Diese Metallkämme, die kosten nicht viel Geld. Und sie sind wirklich richtig gut. Ja, was haben wir sonst? Spiegel. Wer ein Pferd hat, weiß, wie es ist. Diese Dinger hier, die gibt es auch für Hunde zu kaufen. Die haben auch gleichzeitig einen kleinen Massageeffekt. Viele Hunde mögen das, vor allen Dingen die, die auch ein bisschen mehr auf den Rippen haben. Bei ganz vielen Hunden kann ich das Ding nicht empfehlen. Einfach, weil es wieder zu sehr dann auch auf die Knochen geht. Dazu habe ich dann aber gleich noch was anderes zu sagen. Aber prinzipiell ist das eine nette Sache, wenn man jetzt einen Hund hat, wo man erstmal die Durchblutung fördern möchte, ein bisschen Massage vorführen möchte, damit das Fell überhaupt auch rausgeht. Oft ist es so am Anfang, dass das Fell gar nicht richtig rausgeht. Und durch die Durchblutung fördern, das heißt, die Follikel öffnen sich, das Fell geht besser raus und man hat hinterher nicht das Problem, dass man den Hund so quälen muss, wird man rausziehen, sondern man kann es einfach ein bisschen beschleunigen. So, in dem Zusammenhang habe ich hier auch was ganz Tolles, da werde ich auch immer wieder nachgefragt. Einen Bimsstein gibt es ganz stinknormal zu kaufen bei jedem einzelnen Discounter, Drogerie, wie auch immer, womit man sich auch die Füße enthornt. Und das ist jetzt speziell für Hunde, die getrimmt werden müssen. Ganz, ganz, ganz toll. Geht aber auch sehr schön bei Hunden, die Unterwolle haben oder wo prinzipiell das Fell einfach mal ein bisschen drüber gegangen werden sollte. Dieses Bimsstein, ich versuche das mal. Na, man merkt das, hat einen gewissen Widerstand. Und dieser Widerstand sorgt dafür, dass man die Haare regelrecht rauszieht. Das heißt, beim Trimmen ist es ja so, das hatte ich ja schon mal erklärt in einem anderen Video, dass die Haare nicht von selber rausgehen, sondern dass sie rausgezupft werden müssen. Und viele Haare sind schon sehr locker, gehen aber von alleine nicht komplett raus. Und mit dem Bimsstein kann man das wunderbar rausholen. Benutze ich auch mal sehr gerne, genau wie den Striegel, vorher schon vorab, um die Durchblutung anzuregen, denn dann geht es richtig rucki-zucki, um die Haare hinterher mit dem Trimmmesser oder auch einfach mit den Händen, mit den Fingern rauszuzupfen. Und der Hund findet es super angenehm. Gerade auch, weil das auch sehr schön in den Achselbeugen zum Beispiel zu benutzen ist. Hier so drunter bei den Hunden oder hier hinter den Ohren, am Hals hier lang gehen, weil es keine Borsten hat. Und viele Hunde finden das einfach super angenehm. So, in dem Zusammenhang habe ich mir mal erlaubt, einen Lavastein zu kaufen. Bimsstein, Lavastein. Wo ist der Unterschied? Das wollte ich auch wissen. Der Lavastein, der liegt wunderbar in der Hand. Der mag auch für Horn halt gut sein. Aber ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Meine Kinder. Haben wir das Geräusch? Ja, man hört es schon. Der ist einfach zu fein. Der zieht die Haare nicht richtig raus. Das heißt, das Ding bringt nicht viel. Kostet auch viel mehr. Ich dachte mir, weil der andere doch sehr schnell kaputt geht, das ist nämlich der Nachteil. Der ist sehr, sehr leicht, aber er geht halt auch schnell kaputt. Das heißt, man tritt einmal drauf, wenn ich auf den Boden den Hund mache, ich lege den daneben, schnell ist es passiert, das Ding ist kaputt und ja, muss einen neuen kaufen. Aber von der Effektivität kann ich den Lavastein nicht empfehlen. Also dann wirklich lieber den ganz stinknormalen Bimsstein. Ich habe zum Beispiel hier mal einen neuen gekauft von der Firma. Wie gesagt, die Namen gebe ich alle durch, wenn ihr Fragen habt. Ich will hier keine Werbung machen, offiziell. So, das ist auch wieder so ein Bimsstein. Man hört es schon, auch der ist ein ganz, ganz neuer jetzt. Meiner hier ist ein bisschen abgenudelt schon. Aber der geht ganz toll, kann ich auch empfehlen, habe ich schon ausprobiert. Gibt es in 2-Pack. Und ich weiß nicht, warum es ein hell und einer dunkel ist, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist der gut. So, jetzt komme ich nochmal auf die andere Seite. Wir haben natürlich auch Hunde, die mal Verfilzungen haben. Ja? Gerade langhaarige Hunde mit Unterwolle, die neigen dazu, Verfilzungen zu haben. Oder aber auch Malteser. Auch Havaneser haben mal Verfilzungen. Und solange nicht der ganze Hund verfilzt ist und nur einzelne Stellen da sind, mag das alles gehen. So, jetzt haben wir unterschiedliche Materialien. Ich bin prinzipiell die Letzte, die jede Kleinigkeit wegschert. Mag ich nicht, mache ich nicht. Das heißt, ich mache mir schon die Mühe, jedem Hund, wenn da kleine Verfilzungen sind, die rauszuholen. Aber auch so, dass dem Hund das nicht wehtut und auch so, dass es nicht zu langwierig wird. Ich habe prinzipiell die Hunde in der Regel nicht länger als 1-1,5 Stunden auf dem Tisch,
Alles andere lasse ich den lieber nochmal kommen, bevor er dann unwirsch wird und dann hier rumtänzelt und macht und tut. Das ist für keinen wirklich sinnvoll. Womit fange ich an? Ein Werkzeug, was ich schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung habe, ist der. Das ist der Code King. Der hat Klingen hier eingebaut. Den gibt es in unterschiedlichen Längen. Ich glaube, das sind jetzt 16 Klingen, die ich hier habe. Die kann man hier aufschrauben, neu reintun. Aber das Ding ist schon alt und der macht es immer noch. Und den kann man wunderbar benutzen, wenn auch gleichzeitig das Unterfell ein bisschen durchgeschnitten werden soll und so besser rausgeholt werden soll. Aber Vorsicht, bei diesen ganzen Sachen, die ich euch jetzt zeige, auch bei diesen anderen drei, wir wollen das Decker nicht beschädigen im Normalfall. Außer ihr sagt, ihr habt jemanden dabei, der sagt, Mensch, ich hätte auch ganz gerne das Decker ein bisschen gekürzt und es soll nicht geschoren werden, dann kann man das nehmen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch da unsicher seid und wenn ihr sagt, Mensch, das ist nicht so meins, dann lasst es lieber machen. Ja? Aber im Prinzip kann das jeder lernen. Jeder, der ein bisschen Feingefühl hat und jeder, der ein bisschen Feeling dafür hat, der merkt das ganz schnell, was er da mit meinem Hund wie machen kann. Und die Hunde zeigen euch das in der Regel auch. So, also wie schon gesagt, dieses Ding, das habe ich schon sehr, sehr lange, ist sehr effektiv. Nicht für jeden Hundetyp geeignet, aber gerade wenn ich halt Hunde habe, wo wirklich mal was rausgeholt werden muss. Ich benutze die auch mal, wenn ich zum Beispiel Hunde habe, die getrimmt werden müssen. Dann nehme ich das Ding auch mal. Wenn ich zum Beispiel einen Terrier habe, der sehr, oder Terrier-Mix habe, der sehr unterschiedliche Fellstruktur hat. Ne? Auf der einen Seite Stockhaar, auf der anderen Seite aber so ein weiches, dann benutze ich das auch ganz gerne mal, um erstmal das eine vom anderen zu trennen. Ja, geht alles. So, und jetzt kommen wir zu diesen drei Sachen. Das Ding hier, das finde ich eigentlich ganz cool, das hat auch Klingen innen drin. Benutze ich immer ganz gerne für den Popo. Den habe ich mir extra gekauft, genau wie den und den. Weil ich einfach mal gucken wollte, wie sind die Dinger überhaupt. Weil bis jetzt habe ich immer nur mit diesen anderen Sachen gearbeitet. Also mit denen und die sind dazu gekommen. Und den benutze ich eigentlich nur für den Popo, wenn hinten im Popo wirklich sehr, sehr viel Unterwolle und sehr viel sich so zusammen, ihr kennt das bestimmt, ne? Wenn sich das so filzig anfühlt, ja? Damit kriegt man das super auseinander. Das ist eigentlich dafür gedacht, wenn man jetzt einen Hund hat mit relativ kurzem Fell und man hat da Verfilzung drin, dann zieht man das so an der Wurzel, so ein bisschen hält man das da fest und geht da so rein und zieht das so langsam raus. Ja? Ich finde, da gibt es effektivere Möglichkeiten. Das zeige ich euch auch nochmal in einem anderen Video, wenn ich mal wieder einen Hund hier habe, der verfilzt ist. Ich möchte ganz gerne jetzt wieder öfters mal Videos machen. Ich hoffe, da komme ich auch zu. Ob man den jetzt unbedingt braucht, sei dahingestellt. Ja, also man kann den kaufen, muss man aber nicht. Also ja, wie gesagt, da gibt es andere Möglichkeiten. Ja, und jetzt kommen wir zu diesen beiden Geschichten. Auch getestet. Kommen wir zu dem hier. Also von der Handhabung her, der hält sich sehr gut in der Hand. Wir haben ja extra hier eine Ablage für den Daumen, dass man auch schön wirklich mit dem Handgelenk und mit der Handführung richtig schön ins Fell reingehen kann. Also wenn wir jetzt hier den Hund haben, ich zeige das mal so, hier den Hund haben und man geht hier über das Fell rüber. Das ist für langhaarige Hunde vor allem gut geeignet, weil es richtig schön tief reingeht. Dann nimmt es die Unterwolle direkt mit und man kann wirklich richtig gut da durchgehen. Es schneidet allerdings auch gleichzeitig ein bisschen, also auch hier wieder aufpassen, dass man das Deckhaar nicht verletzt, wenn man das nicht möchte. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was ich wirklich brauche, kann aber für Leute, die Hunde haben, die sehr viele Verfilzungen haben und die langes Fell haben, zum Beispiel wie ich hier den Wolfspitz, kann das eine sehr gute Lösung sein. Aber wie schon, ich sage es noch einmal, alles unter Vorbehalt. Es geht wirklich hier nur um die Unterwolle. Deswegen, also ob man sowas unbedingt braucht, hier genauso wie das, sei dahingestellt, aber ich stelle es euch einfach mal vor. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt oder ruft mich an. So, jetzt kommen wir zu diesem hübschen Ding hier. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Gartengerät. habe ich vorher noch nie gehabt, habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Auch hier, zack, ist letztendlich dasselbe wie das hier. Nur etwas anders aufgebaut. Auch hier ist für sehr lange Fellstrukturen geeignet.
das Positive bei diesem Ding ist wirklich, dass man wirklich richtig tief kommt. Man muss immer aufpassen, dass man die Haut nicht verletzt und dass man dem Hund nicht wehtut. Wenn man, wie gesagt, ein bisschen Feeling hat, weiß man, wie tief man gehen kann. Aber auch hier, also wenn man jetzt wirklich Hunde hat, die sehr verfilzt sind oder Hunde hat, die sehr dichte Unterwolle haben, da ist dieses Ding gar nicht verschlecht. Kann man gut benutzen? Muss man nicht, aber kann man. Nehmen wir jetzt mal an, man hat jetzt einen Collie. Ja? Und dieser Collie hat richtig schönes, dickes Fell. Und das mag auch etwas mit Verfilzung versehen sein. Da kriegt man das wirklich ganz gut alles mit raus. Und ich sage es noch einmal, bevor man aber allerdings die Struktur des Felles verletzt, erkundigt euch, lasst euch das zeigen, wie man das benutzt. Und von mir aus lasst euch da eine Informationsstunde geben, ne, und dann lernt ihr das auch in einer gewissen Zeit. Ne? Aber egal was ihr tut, erkundigt euch. Wenn ihr einen guten Hundefriseur in eurer Umgebung habt, dem ihr wirklich vertrauen könnt, der wird euch vernünftig informieren. Ja? Hundefriseure, die prinzipiell sagen, oh, das muss alles abgeschoren werden und das ist ein Hund, der muss immer geschoren werden und anders geht es gar nicht. Glaubt es mir, sucht weiter, da gibt es bessere. Ja? Da macht man es sich nur einfach mit. Also ich habe so manchen Hund hier gehabt, wo es hieß, der muss kurzes Fell haben, der muss geschoren werden. Die Hunde haben inzwischen alle schön langes Fell und die haben keine großen Verfilzungen. Natürlich muss man sich ein bisschen Mühe machen, wenn man die hier hat, aber das geht alles. Und wer mich kennt aus meinen Videos, der weiß, dass ich das sehr human mache, dass ich sehr Wert darauf lege, dass die Hunde sich hier wohlfühlen und dass es hier kein Druck, Gewalt oder sonst irgendwas gibt. Ja, also keine Maulkörbe, keine Galgen, wie die Dinger hier heißen, wo man die Hunde dran aufhängt. Wenn ich merke, der Hund wird zu hibbelig, dann macht man halt beim nächsten Mal weiter. Die Kunden, die damit nicht klarkommen, ne, die das in einem Rutsch haben möchten, die sind bei mir viel. Ja? Aber dafür schätze ich meine Kunden auch. Und sie mich auch. Und deswegen sage ich ja, also ob man jetzt unbedingt diese drei Dinge braucht, mag dahingestellt sein. Aber für Leute, die das richtige Feeling, das richtige Händchen dafür haben und sich das zeigen lassen, wie es richtig geht, ist das mit Sicherheit eine gute Sache. So. Ich habe noch ganz viele andere Sachen zu sagen, weil ich wollte unter 20 Minuten bleiben und das ist mir ganz gut damit gegolten. Und ich werde mit Sicherheit demnächst wieder Videos machen, auch mit Hunden dabei. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, wenn ihr irgendwie mit mir in Kontakt treten wollt, unten ist eingeblendet, ich bin jetzt bei Telegram zu finden, da ist meine Telegram-Adresse, ihr könnt mich aber auch über Facebook finden, ihr könnt mich über meine Homepage kontaktieren, also genug Kontaktierungsmöglichkeiten habt ihr, ja. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Schickt mir eure Fragen zu, sagt mir, ich habe dir und den Hund, was soll ich machen oder was würdest du mir empfehlen? Auch im Bereich Tierheilkunde, ich helfe euch da wirklich gerne. Da mache ich demnächst auch nochmal ein Video zu. Ich hoffe, das dauert nicht wieder anderthalb Jahre, bis ich ein neues Video machen kann. Aber mit drei kleinen Kindern, Selbstständigkeit und so weiter, da ist das manchmal ein bisschen sehr viel auf einmal. Also seht es mir nach, wenn ich mich immer gleich melde und wenn ich nicht immer gleich alle paar Monate ein neues Video rausbringe. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Es hat mich gefreut. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen Informationen neu gegeben und ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.